Moin Moin Freunde, hier ist Agel und seine Hausmannskost. Heute mache ich mit euch natürlich wieder was Leckeres und zwar ist das eine Avocado-Mango-Creme oder ein Tartar, wie immer ihr das nennen möchtet. Dazu habe ich ein paar Karotten, dann habe ich so einen Trüffelschinken und jetzt kommt so richtig so, das ist, was ihr da seht, das ist eine kalprisische weiche Salami, eine Duja nennt die sich. Und die ist absolut lecker. Die ist sehr scharf oder man sagt super pikant. Also ich würde die noch nicht als scharf, aber doch als super, ja, solche so eine Mischung da. Aber die ist so lecker und das zusammen mit den Avocado-Mango-Tartar oder Creme, also das harmoniert schon, das passt richtig gut. Ich fand das Gericht absolut lecker und dazu so ein schönes Brot dazu, entweder ein Fladenbrot oder ein schönes Ciabatta oder Bauernbrot, wie immer auch echt, so schön warm aus dem Ofen. Das ist noch das Geilste an der Geschichte. Ja, kann ich einfach nur empfehlen. Und folgende Zutaten dafür sind... Ist einfach ein bisschen Frischkäse, Avocado, Mango, Zitrone, bisschen Chili. Wer will, kann auch noch Knoblauch mit reinmachen und so, aber in dem Fall passt das nicht so. Nachher zu der Creme passt das wieder lecker, aber ich mache ja heute ein bisschen was anderes. Ich habe mir heute, aber das sind jetzt gekaufte Zutaten, kann ich euch mal zeigen. Das kommt nachher der Ring darauf. Hier habe ich ein bisschen so italienischen Hartkäse, Trüffel, Schinken. Und hier habe ich, das ist Streichpaste mit Schweinefleisch. Richtig scharf, aber richtig lecker. Die hole ich mir ab und zu mal, wenn ich die mal bekomme. Und das dazu mit Avocado, also das Salzige vom Schinken, das Scharfe von der Creme, von der Paprikacreme. Und dazu die Avocado mit der Mango und so. Richtig schöne Sache. Gut, wir fangen jetzt erstmal einfach an. Avocado. Einfach mal so rum, dann drehen, den Knochen den rausnehmen hier, jetzt will er nicht. Die Avocado könnt ihr euch mit einem Löffel rausholen, aber ihr könnt euch auch die mit einem Glas rausholen. Dann geht ihr einfach so rein. Ich habe da schon mal einen Film auch von gemacht mit Avocado-Creme, dann hättet ihr das auch. So, voilà, was noch so drin geblieben ist, nehme ich so raus. Und pack das hier rein. Zweite Sache ist einfach so mit dem Löffel rausholen. Könnt ihr genauso machen. So, das mache ich jetzt mit den anderen auch nochmal. Ich mache erstmal die Avocado. Jetzt kommt die Mango. So chill ich erstmal. Also ich mache das am liebsten mit einem Schmalschäler. Ich suche mal auch eine Mango aus, die nicht ganz so weich ist. So, dass sie noch so ein bisschen... Ja, dass man was zu kauen hat, weil das ist alles weich. Und so hat man dann noch so ein bisschen was zum Kauen. Oh, schlecht geschält, Herr Brandt. Bei der Mango ist es so, müsst ihr so ein bisschen suchen, dass ihr so das Flache habt. Nicht so das Dicke, sondern das Flache. Dann geht ihr in der Mitte rein. Bisschen auf den Knochen und dann geht ihr dann so ein bisschen an der Seite lang. Dann wieder unten wieder zur anderen Seite weg. Das gleiche hier drüben. Ja, hier schneiden wir das einfach so runter. So, wer eine ganz reife Mango haben will, das ist schon wieder. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Geschmackssache. In diesem Fall will ich nicht solche ganz reife haben. So, jetzt schneiden wir uns die einfach mal. Und zwar einen schönen Würfel. Voilà. Die eine reicht auch schon. Die andere packe ich mir für morgen im Kühlschrank rein. Oder übermorgen, wie auch immer. Oder ich mache mir einen Saft, da mache ich mir einen Saft von, was weiß ich. Und auf jeden Fall weg. Und das gleiche mit der Mango. Mit der Avocado, sorry. Die zwei schneide ich mir. Wie fein ihr das jetzt euch schneiden wollt, das müsst ihr natürlich selber entscheiden. Ja.
So, jetzt nehmen wir die hier und die musen wir uns. Erstmal fängt eins ein. Geht einfacher. Und wir grob zerkleinern. Und dann musen wir uns das Ganze. Dazu machen wir uns einen Löffel Frischkäse rein. Oder zwei. Ja, und jetzt einfach schön durchmusen. Nehmen wir das mal hin. Auf den anderen. So, jetzt schmeckt ihr euch das ab mit ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Jetzt müsst ihr aufpassen. Wenn ihr das jetzt nur so essen wollt, dann würde ich noch ein bisschen Zitrone dran machen. Wenn ihr euch das jetzt einfach nur auf Brot macht. Bisschen Zitrone, bisschen Chili, vielleicht auch noch ein bisschen Knoblauch. Also bleibt alles euch überlassen. Das ist der Geschmack, ich müsste das auch ab. Aber da ich ja noch die anderen Komponenten habe, wie gesagt, ich habe das Salzige, das Scharfe. Wenn ihr keine so Mango nehmt, dann könnt ihr auch Knoblauch nehmen. Aber sonst würde ich keinen Knoblauch nehmen. Also ich jedenfalls nicht. Wenn ihr das mögt, okay. So lecker. Also mir schmeckt das so. Fast. Ich brauche noch ein bisschen Säure. Leute, müsst ihr aufpassen. Nur so viel wie sauer ihr das mögt. Oh, ein bisschen die Hand runterhalten, weil ich jetzt zwei Kerne dabei hatte. Leute, das schmeckt richtig lecker. Jetzt habe ich mir den Teller hier, wie ich das vorhin sagte. Jetzt mache ich mir so einen kleinen Ring hier rein. Und dann werden wir das Ganze ein bisschen füllen. Wir fangen unten an mit einfach ein paar Avocado. Dann kommt die Avocado-Creme drauf. Dann machen wir ein paar Mango drauf. Voilà. Dann kommt wieder die Creme drauf. So. Jetzt machen wir noch wieder ein bisschen Mango drauf. Wie gesagt, die Creme müsst ihr nach eurem Geschmack machen. Und drücken wir das ein wenig runter. Dann habe ich hier noch ein paar Karotten, die ich mit Honig und Chili angemacht habe. Die mache ich mir auch darauf. Die habe ich jetzt als extra Film, beziehungsweise ich muss das auch noch holen. Aber holla. Denn der hatte ich gewaschen. Packe ich mir immer noch so welche dazwischen. Wenn man das schön gleichmäßig haben will, dann muss man sich natürlich die Karotten gleichmäßig schneiden, ne? Auch klar, aber wie ihr mittlerweile wisst, koche ich relativ rustikal. Soll einigermaßen nett aussehen, aber vor allem ganz wichtig, auch wenn die Leute sagen, das Auge ist mit, ja sicherlich ist das Auge mit, aber es soll ja auch in meinen Augen richtig schön heiß am Platz gehen. So, jetzt machen wir noch ein bisschen Basilikumblätter dazu und schon haben wir ein leckeres Essen, was nicht so schwer ist, durch Avocado gesund ist. Die Frischkäsecreme, das war auch eine reduziert so ein bisschen. So Freunde, das ist jetzt mein Avocado-Tatar mit Mango. Und dazu, wie ich schon sagte, eine Paprikacreme mit Schweinefleisch. Den genauen Namen schreibe ich nochmal unten rein. Die sehr pikant ist, also richtig pikant. Dann ein paar Karotten, die ich angemacht habe in Honig und Chili und in Balsamico-Essig. Dann habe ich hier so einen Schinken, so einen Trüffelschinken. Auch so einen italienischen luftgetrockneten. Aber wie gesagt, die Creme und den Schinken habe ich gekauft, genau wie den Käse darunter. Auch wieder, wie gesagt, schnelles, einfaches Essen. Ach ja, Freunde, wenn euch mein Kanal gefällt, abonniert ihn. Ich freue mich sehr darüber. Klickt auf die Glocke und ihr habt immer den neuesten Film. Dann kann ich nur sagen, wie immer, Freunde, viel Spaß beim Nachmachen. Wünscht euch euer Ariel.